Electronic Arts Prinzip, DICE Produktion. Sehr interessant. Mehr als 60 Millionen Soldaten kämpften in diesem Krieg, um alle Kriege zu beenden. Er beendet rein gar nichts. Doch er veränderte die Welt für alle Zeiten. Was folgt, sind Frontkämpfe. Du wirst vermutlich nicht überleben. Werden wir ja sehen. Wir müssen diese Position halten! Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 1. Ein kleines Spiel auf meinem Kanal hier. Mal gucken, was hier passiert. Stellung halten heißt es. Aber. Au, was haben wir denn? Stellung halten, wird gehalten. Au, au, au. Ja, wird doch gehalten. Au, au, au. Ich krieg keine Munition mehr, das ist ganz, ganz schlecht, glaube ich. Bist du in der Piste? Ich glaube, das sollte ich nicht so lange für so lange überleben. Ja, moin. Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Viele von uns hielten diesen Krieg für einen Initiationsritus, ein großes Abenteuer. Aber ich sage Ihnen, es war kein Abenteuer. Sind wir hier so ein G-Typ? Hier Stromwerfer. Sir!
Dann halt auf der Art und Weise. Und da. Neue Tötungsmaschinen wie der Panzer veränderten über Nacht das Gesicht des Krieges. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Meistens. Unsere Jungs in der Kirche werden überrannt! Wir müssen durchbrechen! Die Infanterie zählt auf uns! Ja, Mann! Benutzt das MG! Räumen Sie aus dem Weg! Weiter vorwärts, Fahrer! Das sind unsere Flieger da oben! Hier unten spielt die Musik, Junge! Sie rücken aus den Gräben vor! Klemmt dich hinter das MG! Der macht nichts mehr. Okay. Wir treiben Fritz bis nach Berlin zurück. Fritz. Ja, wie nie, ja. Wir brechen durch! Feldgeschütz, Feuer! Guter Schuss! Schlagen wir eine Bresche für unsere Jungs! Ja, Mann. Durchbrechen. Machen wir. Anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Boah, ist schon krass, ey. Kranker Scheiß. Ah!
Dann hat die nächsten. Was? Moin, Dennis hat nie. Erzeugt Gegendruck. Ab und an machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Der Krieg ist die Welt und unsere Welt ist der Krieg. Aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Abgestumpft und naiv. Ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste und die Ratten im Schlamm. Das sind unsere Geschichten.